Willkommen zurück hier zu Gothic 2, die Nacht des Raben. Unter dem Hafen, hinter der Tür, verbirgt sich ein Trank und ein rostiges Schwert. Und wie es aussieht, eine Kanalisation. Eine rostige Axt. Ich bin ein bisschen ängstlich, was hier alles auf mich warten könnte. Ratten! Ist ja keine richtigen Gegner, nur Ratten. Ratten sind zurück. Okay, hier bin ich ja im Rattennest gelandet, oder was? Sieht ein bisschen so aus. Ich schnapp mir mal eine Fackel, sonst seht ihr wieder nichts auf YouTube. Und... ja, so. Hat ja nicht jeder so einen hellen Monitor wie ich. Ich habe keine Ahnung, ob mein Monitor zu hell ist oder der von Zwergesel zu dunkel. Ich weiß es nicht. Aber hier mit Fackel rumzurennen wird auf jeden Fall nicht die schlechteste Idee sein. So, was haben wir hier alles? Noch eine rostige Axt, noch ein Trank. Okay, da hängt ja einer an einem Strick. Das ist eher unerfreulich. Also jetzt nicht für mich, aber für ihn. Da geht's nicht weiter. Das Fleisch. Ich müsste mal wieder zwischen den Folgen ein bisschen Fleisch braten. Aber ich glaube, das habe ich schon mal gesagt. Vom Schlösserknacken verstehe ich nichts. Vor einigen Folgen. Ich habe es seitdem überhaupt nicht getan. Ein paar Tränke. Mhm. Eine Belia-Statue. Oha. Was passiert denn, wenn ich daran bete? Das ist böse. Nein, ich bete nicht und ich spende nichts. Ich bete Belia nicht an und ich spende Belia nichts. Ich bin ein ehrenwerter Feuermagier. Da ist nichts zu holen. Im Namen Innos. Innos ist der Widersacher Belias. Ich werde nicht den Widersacher meines Gottes anbeten oder stärken. Nein, niemals. Ich brauche 35 Leben. Das heißt 15 oder 20. Und dann bin ich hier fertig in diesem Lagerhaus. In diesem Lagerraum. Lagerschuppen? Keine Ahnung. Ich habe einen Besen. Kann ich damit... Was? Kann ich den ernsthaft benutzen? Okay, ich kann ihn in die Hand nehmen, aber nicht wirklich was damit tun. Das klappt wohl dann wahrscheinlich nur im Kloster. So, hier wieder wie üblich Fernkampf in die Hand. Damit ich auf die Entfernung sehen kann... was da vorne droht an Gegnern. Hier ist auch niemand, okay. Da schnapp ich mir wieder eine Fackel. Aber ich höre Menschen reden. Das könnte natürlich hier unten sein, das könnte aber auch von oben kommen. Zum Beispiel durch diese Kanäle da, durch diese Löcher in der Wand. Wo bin ich denn gerade? Vielleicht nicht die richtige Karte dafür. Die richtige Karte wäre die hier. Ich bin hier... das ist das Lagerhaus, oder? Ja, das ist das Lagerhaus. Ich glaube, ich habe mich gerade verlaufen. Ach nee, da waren die Ratten. Okay. Dann gibt es hier so ein kleines Quadrat. Interessant. Da geht es aber auch nicht weiter. Es gibt hier auch nichts. Und dann geht es dort geradeaus weiter, wie es aussieht. Oder hinter diese Tür. Hallo, Tür. Tür öffnen. Ist das keine Tür? Ernsthaft? Das ist doch eine Tür. Das ist keine Tür. Oh, der Laberer wieder. Okay. Ich finde es ein bisschen gruselig hier unten. Und was mich vor allem gruselt, ist, dass hier so wenige Menschen sind. Nicht gar keine. Andererseits gut, hier in der Kanalisation treibt sich sonst eher wenig jemand rum, ne? Realistisch betrachtet. Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Okay, da fehlt mir der Schlüssel. Aber das ist immerhin eine Tür, die ich öffnen könnte.
bleibt nur dieser Weg hier übrig. Ah, da steht doch jemand. Moment, ist der mir böse? Wenn es wirklich die Diebesgilde ist, dann ist der mir wahrscheinlich böse gesinnt. Mir böse gesonnen. Hey, was machst du hier unten? Du hast hier nichts zu suchen. Also, raus mit der Sprache. Was willst du hier? Ich habe Attila umgelegt. Wer hatte den Schlüssel zur Kanalisation dabei? Du hast Attila getötet? Ah, was soll's. War eher ein mieser Hund. Aber ich sag dir was. Wenn du dich mit mir anlegst, dann werde ich dich töten. Na klar, natürlich. Bring mich zu deinem Anführer. Mein Anführer? Ich bin sicher, dass Cassia mit dir sprechen will. Los, geh weiter und versuch nicht, mich reinzulegen. Würde ich nie tun. Du bist ja nur so ein Dieb, oder? Naja, weiß nicht. Jedenfalls greift er mich nicht an. Was ist hier? Ratten? Ja, ein sinnloser Raum. Mit nichts darin. Mit mehr davon, Spiel. Hast du dich verlaufen? Ich denke, das hier ist nicht der richtige Ort für dich. Wenn dir hier was passiert, wird dir niemand helfen, also sei vorsichtig. Ist das eine Drohung? Vom Schlösserknacken verstehe ich nichts. Ist das eine Drohung? Oder ein Versprechen? Oder einfach nur eine Warnung? Eine gut gemeinte Warnung? Ich weiß es nicht, also die Leute hier kennen offensichtlich Attila. Das heißt, das hier müsste die Diebesgilde sein. Da bin ich mir relativ sicher. Und dass sie mir nicht gut gesonnen sind, ist irgendwie auch klar. Die Frage ist nur, warum greifen die mich nicht an? So, und hier ist dann wohl Cassia. Cassia ist die Anführerin, ja? Jesper. Betten. Truhe. Verschlossen nehme ich an. Vom Schlösserknacken verstehe ich nicht. Natürlich. Und da geht's hoch. Wo geht's hier hin? Holzboden? Holzdecke, meine ich. Also oben drüber Holzboden. Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Wo bin ich denn hier? Ach was, das ist die Tür. Okay, das ist das Hotel. Interessant. Sehr interessant. Das erklärt natürlich auch, wie die Diebe in die Stadt kommen und alles Mögliche klauen können. Nun, dann will ich die gute Cassia mal zur Rede stellen. Hey, du! Sieh an, wer zu uns gefunden hat. Attila hat dich unterschätzt. Diesen Fehler werde ich nicht begehen. Was läuft hier eigentlich? Du solltest sterben, weil du einen Freund ans Messer geliefert hast. Deshalb haben wir Attila geschickt. Deine Anwesenheit hier bietet dir jedoch eine neue Möglichkeit. Was willst du mir anbieten? Du kannst uns beitreten. Okay. Erzähl mal was. Was weißt du über die verschwundenen Leute? Warum interessiert dich das? Ich will herausfinden, was mit ihnen passiert ist. Wenn du aus der Kanalisation kommst, schwimm ein Stück weit rechts runter an der Küste entlang. Dort wirst du deine Antworten finden. Okay, es wart ihr nicht. Erzähl mir mehr von euch. Die Leute in der Stadt sind ziemlich nervös wegen uns. Aber niemand kennt unser Versteck. Doch, ich. Die paar Leute, die überhaupt wissen, dass es die Kanalisation gibt, denken, sie wäre geschlossen und für niemanden zugänglich. Und solange sie uns nicht finden, können wir ungestört arbeiten. Was habe ich davon, wenn ich euch beitrete? Du kannst bei uns spezielle Fertigkeiten lernen. Fertigkeiten, die dir ein Leben in Reichtum ermöglichen. Aber ich muss mich dann nicht hier unten verstecken, oder? Nein. Du musst dich nur an unsere Regeln halten. Das ist alles. Was sind eure Regeln? Die erste Regel lautet, du verlierst kein Wort über uns. Zu niemandem. Niemals. So wie zweitens, bei mir. Lass dich nicht erwischen. Drittens, wenn du hier unten deine Waffe ziehst und jemanden angreifst, bringen wir dich um. Und die vierte und letzte Regel ist, wer uns beitritt, muss sich beweisen. Was passiert, wenn ich erwischt werde? Lass dich einfach nicht erwischen, okay? Das ist sehr aufschlussreich, danke. Wie muss ich mich beweisen? Willst du uns nun beitreten oder nicht?
Was kann ich bei euch lernen? Jesper ist der Meister der Lautlosigkeit. Er wird dir zeigen, wie du dich ohne ein Geräusch bewegen kannst. Ramirez ist ein begnadeter Einbrecher. Kein Schloss kann seinen Dietrichen widerstehen. Und ich kann dich im Taschendiebstahl unterweisen. Außerdem werde ich dir helfen, geschickter zu werden. Denn die Geschicklichkeit ist der Schlüssel zu deinen Fertigkeiten. Und wenn ich euch nicht beitrete? Dann werde ich dich töten. Okay, ich bin dabei. Du hast klug entschieden. Wenn du dich beweisen kannst, werden wir dich in unsere Reihen aufnehmen. Es steht dir natürlich frei, schon jetzt die Fertigkeiten der Diebe zu lernen. Du wirst sie brauchen. Ich habe natürlich jetzt gerade nur getan, so getan, als würde ich mich anschließen. In Wirklichkeit ist jetzt mein nächster Schachzug, zu Lord André zu gehen und die Diebesgilde zu verraten. Denn ich bin hier ehrenwerter Magier, ich bin hier kein Dieb. Das geht gar nicht. Leute bestehlen. Moment. Bin ich hier falsch? Hier bin ich falsch. Wo muss ich hin? Oh komm, das gibt's doch nicht. Ich bin doch gerade hierher gekommen. Ich kann mich jetzt doch nicht schon verlaufen. Ah, hier ist dieses Quadrat. Okay. Da muss ich hier nach draußen. Nee. Ich habe nur keinen Bock, mich jetzt mit denen anzulegen. Ich habe ja gesehen, wie es mit Attila lief. Das lief nicht besonders gut. Ich weiß nicht, gut, natürlich, eventuell kann es natürlich sein, dass Attila mit Abstand der stärkste von ihnen war. Das ist sogar ziemlich naheliegend, dass man den stärksten schickt, um jemanden, naja, umzubringen. Ist gar nicht mal so abwegig. Aber trotzdem, drei auf einmal, potenziell mehr hinter der verschlossenen Tür, die ich nicht gesehen habe. Das ist mir derzeit einfach eine Stufe zu viel. Eine Stufe zu hoch. Und ich hätte aber gern trotzdem Erfahrung. Oh, ein Fisch unter mir. Und deswegen werde ich jetzt gemütlich zu Lord André spazieren und die Leute verpfeifen. Haha. So sieht's nämlich aus. Ihr könnt mir gar nichts. Blödsinn, warte mal, was mache ich denn? Wirklich wahr? Da drüben komme ich zur Kaserne. Man erzählt sich ja so einiges. Jo. Leider sind die Laufwege wie in Gothic 1 auch ein bisschen lange. Also nicht ganz so lang wie in Gothic 1. Glaube ich, finde ich. Zumindest nicht. Zwischen den Lagern war es ein bisschen länger in Gothic 1, glaube ich. Aber hier innerhalb der Stadt ist es deutlich weiter als innerhalb der Lager im ersten Teil. Finde ich ein bisschen schade, dass man hier so viel Zeit verplempert. Andererseits ist ein schöner Ausblick. Kann man sich anschauen. Das da oben ist kein Steinkreis, oder? Nee, das sind Bäume da hinten im Horizont. Oben auf dem Berg. Hey! Der wird mir sogar immer noch was beibringen, obwohl ich Magier bin. Na klar, warum auch nicht? Ich bin ja in der Stadt und ich bin ehrenwert und ich kann helfen, die Stadt zu verteidigen. Hey, du! Wegen der Diebesgilde. Ja? Ich habe das Versteck der Diebesgilde gefunden. Wo? In der Kanalisation. Unter der Stadt. Was? Wir hatten die Kanalisation abgesperrt. So wie es aussieht, hat sie das nicht davon abgehalten, sich da unten auszubreiten. Hast du die Verbrecher zur Strecke gebracht? Nein. Ich bin an der Sache dran. Gut. Ich werde dir noch etwas Zeit geben, deine Mission zu erfüllen. Moment. Ich muss die selber umbringen? Ich will das Kopfgeld für einen Verbrecher kassieren. Wie ist die Lage in der Stadt? Alles unter Kontrolle. Okay, ich muss die selber umbringen. Naja, was soll's. Dann mache ich das doch mal. Gut, das heißt, ich laufe da jetzt gemütlich wieder zurück und dann... Ach komm, wisst ihr was? Ich guck mal hier ein bisschen in meine Questliste rein. Aufs Maul, nein. Steintafeln, Vatras... Steintafeln. Habe ich da noch welche? Alle Bürger dieser Stadt, die über kämpferische Fähigkeiten verfügen, werden hiermit keine, die er haben möchte. Miliz beizutreten. Den kenne ich, aber den verpfeife ich noch nicht, weil ich noch eine Aufgabe von ihm habe. Banditenüberfälle. Kontakt. Ja, genau. Den verpfeife ich nicht. Joe. Oh, ein Mann namens Joe ist verschwunden. Wahrscheinlich in einem Stadtturm. Andererseits, wenn ich da versuche reinzugehen, werde ich wahrscheinlich selber gehängt. Bospas Bogen müsste unten sein bei den Dieben.
Ja, ansonsten ist hier auch nichts mehr, was ich gerade machen kann. In der Stadt. Also werde ich mich dann halt doch mal an die Diebesgilde ranschmeißen. Und die aus dem Weg räumen. Und dann Kopfgeld und hoffentlich ganz viel Erfahrung kassieren. Damit ich endlich eine Stufe aufsteige. Andererseits, ja, das könnte klappen. Ich brauche nur noch knapp 1000. Unter 1000 noch. Ich glaube, ich habe das fast zusammen. Wenn ich jetzt die drei Leute umbringe und dann noch verpfeife oder anzeige bei Lord André, dann sollte das reichen für den Stufenaufstieg. Meiner Meinung nach. Was ist das denn hier? Kann ich das benutzen? Nee, oder? Ups. Naja, so kommt man auch zur Diebesgilde. Nun gut, dann werde ich diese Folge an der Stelle beenden, wo sie angefangen hat, nämlich hier. Oder genauer gesagt, nee, noch ein Stück weiter drin. Die Ratten hier habe ich erledigt. Dann wird es Zeit, dass ich mich an die großen Ratten mache, nämlich die Diebe hier unten. Liegt da was? Ah, da liegt was. Habe ich doch richtig gesehen. Ist da öfter was in diesen Löchern drin? Gute Frage, ich weiß es nicht. Und jetzt mal ernsthaft, so unter uns. Das da ist doch eine Tür, oder? Warum kann ich die nicht auswählen? Das ist dumm. Nun gut, wer wird mein erstes Opfer sein? Mein erstes Opfer wird, schätze ich mal, Ramirez dort vorne. Genau, der wird mein erstes Opfer. Und zwar in der nächsten Folge. Bis dahin. Und danke fürs Zuschauen. Tschüss.